Hallo und herzlich willkommen auf Unboxing Satrix. Ich habe ein kleines Päckchen von Fimp und Fact im Briefkasten gehabt, zwar schon vor 2, 3 Tagen. Und ich gehe einfach davon aus, es handelt sich um das vierte Volume Danganronpa. Mal hier. Wurde ja einige Male verschoben, gab ja auch einen Synchronsprecherwechsel. Und zusätzlich ist noch eine. Zwei Autogrammkarten mit drinne. Von dem Charakter und von dem Hauptcharakter. Ah, das ist der neue Sprecher, glaube Und Monokuma kommt. Ja. Und noch zwei Charakterkarten. Die anderen drei Volumes verpacke ich euch den Link noch mit in die Beschreibung zu dem Unboxing, also hier unten irgendwo. Und wir packen mal das Futter aus. Die nächste Staffel ist auch schon lizenziert, also die nächsten Staffeln, soweit ich weiß. Besteht ja aus zwei. Bin ich mal gespannt, wann die kommt und ob sie noch kommen. Weil da gab es ja irgendwie so ein bisschen Probleme und so weiter und so fort. Gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil ich da absolut nicht im Bilde bin. Hab das nur so nebenbei ein bisschen mitbekommen. Aber ich hoffe, dass sich das irgendwie wieder regelt. Ja, Kyoko Kirigiri heißt die, weiß ich noch. Und den Charakter, da würde ich ein bisschen spoilern. Darum geht es. Sind Episoden 12 und 13 drauf, also nur zwei Episoden. Und als Bonus Behind the Scenes exklusive Blicke hinter die Kulissen der Synchronaufnahmen. Und mit Hope's Peak High School Mitgliedsabzeichen als Anhänger und Booklet mit vielen Hintergrundinfos ist noch dabei. Die technischen Infos. 1080p hätte man nicht anders erwartet. Mit 5.1 Ton auf Deutsch. Sprachen Deutsch, Japanisch, Untertitel Deutsch. Dauer 48 Minuten. Das Genre Anime. Wer hätte das gedacht? Hier haben wir das Inlay und da habe ich schon den Anhänger gehört. Wo ist der hin? Hier ist er. Ein Monokuma-Anhänger. Das dritte Spiel erscheint ja übrigens auch noch dieses Jahr, glaube im September. Hier haben wir die Scheibe mit einem erregten Monokuma drauf und den Biker. Und hier haben wir das Booklet. Zwecks Spoilerwarnung, am besten jetzt mal Augen und Ohren zuhalten. Naja, Augen zuhalten, wenn denn der Episodenguide mit drin ist. Weil das ist, glaube ich, erst die letzten zwei Folgen was geschehen. Konzeptzeichen sind mit dabei. Und das war's auch schon. Also, wie gesagt, die anderen Volumes in der Videobeschreibung. Hoffe, dass die nächsten Staffeln noch kommen. Und ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.